Oh yeah. Hey ihr Höhlenmenschen draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ender Kids. Wir sind, glaube ich, jetzt bei Folge 26 und wir haben heute den Tracker. Und der Tracker erhält einen speziellen Kompass, mit dem er bei dessen Benutzung zusätzliche besondere Informationen über den getrackten Spieler, Herzen und Kit erhält und wird vor ihm nahen Gegnern gewarnt. Auch erhält er eine Startrüstung. Ja, ich mag das Kit sehr, sehr gerne. Und bei mir ist es halt so, ich kann jetzt nicht gewarnt werden, denn ich spiele ohne Sound, weil wenn ich jetzt Kopfhörer aufziehe, werden automatisch die Kopfhörer als Mikrofon erkannt und man kann das dann nicht umstellen und dann ist die Soundqualität aber viel, viel schlechter und deswegen habe ich das jetzt mit Absicht, spiele ich da ohne Sound. Ich hatte vorhin so eine richtig coole Tracker-Runde, habe sogar gewonnen und was ist dann, habe ich gemerkt, dass ich den Sound nicht aufgenommen habe von meinem Mikrofon, weil ich ja davor ein Gameplay aufgenommen habe für die Movie Review und das finde ich jetzt echt kacke, weil der Tag war sowieso schon am Arsch. Ich war im Krankenhaus, weil ich jetzt nicht mehr gehen kann soll, weil ich einen Bänderriss habe. Das ist eine häufige Sportverletzung. Bei mir war es jetzt nicht beim Sport, bei mir ist es, weil ich die Treppen runtergeknallt bin. Ja, aber man kann es ja auch sagen, dass das Sport war. Auf jeden Fall hoffe ich, dass die Runde jetzt was wird. Ich möchte euch nämlich eigentlich ja gar kein Gameplay präsentieren bei der anderen Runde. Und ja, ich weiß es noch nicht. Also sollte ich jetzt gar keine ordentliche Runde hinbekommen, dann nehme ich das andere, dann kommentiere ich das vielleicht noch dazu. Aber ich werde auf jeden Fall da jetzt nicht 5 Jahre rumprobieren, bis eine Runde klappt, weil es ist schon wirklich sehr, sehr spät und ich möchte euch ja auch noch die Folge hochladen, damit sie wieder pünktlich kommt, weil es kam jetzt an dem Tag, wo das Kid Spion kam, kam leider nur ein Video und das ist eben heute. Das Chameleon und so weiter habe ich ja schon vorgedreht und da ist das Problem eben, dass ich natürlich alles pünktlich bringen möchte, aber ich konnte heute einfach keine 2 Videos bringen. Also an dem Tag von dem Spion konnte ich einfach keine 2 Videos bringen. Das müsst ihr mir verzeihen, weil ich war einfach im Krankenhaus und es war einfach nicht möglich. So, den Barbar da vorne, den holen wir auf jeden Fall mal sagen. So, den Barbar haben wir. Boah, der hat uns jetzt noch richtig gut erwischt, richtig gut. Das heißt, wir entfernen uns jetzt einfach mal von allen Spielern. Wir hatten ja gar keine Ausrüstung. Vorne ist auch noch ein Bogenschütze. Ja, wir müssen uns ausrüsten, schnell. So. Wir sind jetzt komplett ausgerüstet, aber wir raggen nicht mehr. Das heißt, wir müssten jetzt ein Schwein oder so finden. Ah, das wäre sehr gut jetzt. Wenn wir jetzt in den Kampf reingeportet werden, sind wir natürlich mausetot. Aber es gibt immer noch die Möglichkeit, hier was zu enchanten. Schärfe und Stärke. Okay, da vorne. Ich werde ihn versuchen, mit dem Bogen auszuschalten. Wir sind jetzt dumm, weil wir jetzt auf ihn losgehen und ich weiß, dass wir sterben werden. Oh, wir haben ihn noch mit dem Bogen weggeholt. 22 Blöcke, das heißt, wir entfernen uns jetzt mal rasch. Hab keine Lust jetzt deswegen zu sterben. Hatte der Essen? Er hat was zu essen. Wir essen noch schnell was und dann flott weg hier. Noch irgendwas zu essen vielleicht? Nee. Wir haben aber ein verzaubertes Eisenschwert, das ist derzeit besser. Oh, eine Essenskiste. Danke, lieber Gott, dass du uns das jetzt gegeben hast. So, oh, wir verlieren noch mehr Herzen. Wir müssen jetzt echt mal ein bisschen aufpassen. 49 Blöcke, 50, 52, 55. Okay. Also was ich jetzt einfach mal sagen würde, ist, wir machen jetzt was ganz Dummes. Und bauen uns hier einfach mal ein. Jetzt. Oh, 39 Blöcke. Wieso sind hier alle so knapp, Leute? Wieso sind hier alle so knapp? Hat man ja nicht mal eine Verschnaufpause noch. So, wir können ja ein bisschen warten, bis der Typ rankommt. Ist nämlich ein Barbar und ich schätze es einfach mal, ja. Dass der Typ da unten noch nicht so gute Rüstung hat.
Ich schätze es einfach mal. Okay, der wäre dann jetzt zum Glück auch schon mal tot. Sodala. Die Kacke hier brauchen wir nicht mehr. Wir sind eigentlich besser ausgerüstet, obwohl ich würde mir hier gerne die Schuhe anziehen und den Brustpanzer. Dann sind wir als Barbar getarnt, dann weiß keiner, dass wir Tracker sind. Außer natürlich andere Tracker. So, und dann würde ich sagen, machen wir uns einen schnieken Brustpanzer. Machen wir uns hier ein paar goldene Äpfel. So, würde ich das jetzt mal machen. Ja, ich glaube, das ist ganz gut. Das hier kommt auf jeden Fall dann noch runter. Denn goldene Äpfel können uns ja wohl in so manchen Situationen beistehen. Und das ist immer mal gut, wenn man das dabei hat. Ja, ja, ja. Ein Barbar ist da vorne. Okay. Also da ist der Tracker schon wirklich gut, muss ich sagen. Denn er gibt dir halt einfach Informationen über den Spieler, die du sonst höchstwahrscheinlich nicht rausgekriegt hättest, außer er wäre jetzt Delfin oder Känguru. Dann kann man sich... Oh, wir haben ihn getroffen. Alter, Alter, Alter. Auf jeden Fall 3 Herzen zieht der Bogen schon ab, wenn wir ihn damit treffen. Scheiße, wir sind auch gleich tot. Okay, ich entferne mich jetzt und esse den goldenen Apfel, weil dann rennen wir erstmal schneller. Boah, erschreck mich doch jetzt bitte nicht so. Du Kackport-Ding. Wir müssen ihn jetzt aber noch holen. Und jetzt kommen wir von hinten, Alter. Das wird geil. Hey. Alter Schwede, er hat nur noch 3 Herzen, 1 Schuss noch. Dann wäre der Monsieur auch schon tot. Jawohl. Er ist tot. Wurde... Oder? Ist er tot? Ja, aber wo sind seine Sachen? Wie sind denn wohl die Sport? Na toll. Das freut uns jetzt aber nicht. Oh, da vorne ist noch jemand, ein Bogenschütze. Aber wir haben einen verzauberten Bogen. Was sagst du dann jetzt zum Bogenschütze? Hm? Wie viele Herzen hat er denn noch? Okay, noch 4 Herzen. Ich würde sagen, wir wagen es und greifen ihn jetzt einfach mal an. Aber wir wurden jetzt auch noch getauscht, okay. Okay, wir haben ihn und... Dann schnell wieder auf den Tracker gucken. Da ist ein Barbar wieder bei uns in der Nähe. Also ich glaube, Barbar ist echt schon das meistgenutzte Kit hier. Oh ne, die Pfeile hätten wir gerne gehabt. Aber das ist uns jetzt erstmal, glaube ich, egal. So, die Kacke, die wir nicht brauchen, kommt natürlich sofort wieder weg. Oh, also ich muss sagen, also hier geht es heute echt rund. Action, Action. Oh, den haben wir jetzt... Oh, wir haben schon gewonnen. Was? Das war schon der Endkampf? Okay, lol, Leute, das war dann eine geile Runde, will ich jetzt mal sagen. Das Gute ist ja, ich habe jetzt dann auch noch eine Runde aufgenommen. Dann habe ich nämlich noch irgendwas für ein Gameplay. Das bedeutet, ich habe jetzt 2 coole Runden. Und das freut mich sehr. Und ja, Leute, ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über den Daumen nach oben, ein Like und so weiter freuen. Ihr wisst das ja eh, was man auf YouTube alles so hergibt. Und konstruktive Kritik bin ich immer offen. Nette Kommentare freue ich mich natürlich auch immer sehr. Und ja, Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich von der Treppe gestürzt bin und eben jetzt einen Bänderriss habe und jetzt deswegen nicht sehr gut gehen kann. Ich hoffe einfach mal, also ich weiß es nicht, ehrlich gesagt, ob ich bei dem Video eine Facecam reinmache, da... Facecam da immer so ein bisschen kritisch ist, weil das jetzt so ein bisschen kacke aussieht, wie ich da so liege, weil ich liege nämlich. Und das auch noch im Liegen, Alter, wir haben das einfach im Liegen geschafft und die Runde war einfach zu schnell vorbei. Und ja, Leute,
ich würde sagen, das war's. Und mein Fazit zu dem Kid-Tracker, genau, das vergesse ich manchmal. Also mein Fazit zu dem Kid-Tracker, ich finde, es ist ein mega, mega faires Kit. Vor allem, es kann gegen Spione, Chamäleons und so weiter dagegen halten. Wenn man es dann einfach weiß, was der Gegner ist. Die Kuh da vorne, ach, das ist ein Chamäleon, das ist richtig cool. Und vor allem, wie viel Herzen der Gegner noch hat. Das kann dem PvP sehr helfen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich konnte euch das Kit so zeigen, wie es zu spielen ist. Und ja, ich würde sagen, das war's und macht's gut. Ciao.